Guten Morgen! Die stärksten Männer der Welt sind oft trendgebend, wenn es um die Ernährung im Hinblick auf Maximalkraft geht. Und nachdem bisher eigentlich ausschließlich Patrick Baboumian als Veganer die Bodybuilder-Szene aufgemischt hat und oft als genetischer Einzelfall bezeichnet wurde, gibt es nun einen weiteren honorierten Bodybuilder, der fortan die doch sehr einseitig und oft sehr unreflektierte Bodybuilder-Szene mit neuen, vor allem veganen Impulsen bereichern wird. Mr. Universum 2014, Barney Duplessis. Klar gibt es auch viele vegane Bodybuilder wie Carl S. und so weiter, aber zum einen ist Carl S. in Relation zu Patrick Baboumian und Barney Duplessis nur eine halbe Portion und zum anderen hat er eben keine Titel, großen Titel, die eben einen sehr großen Einfluss versprechen. Da eben ja, der stärkste Mann Deutschlands oder der Welt viel häufiger in den Magazinen oder Internetpräsenzen zu finden ist und dort Menschen erreicht, die unter normalen Umständen einfach ja, auch nichts mit vegan zu tun haben. Wenn diese Leute dann erfahren, dass es um maximal gesund und kräftig zu sein, die reine Pflanzenpower benötigt, dann setzt dieses Wissen ein globales Umdenken in Kraft. Barneys Statement in der PETA vor ein paar Tagen war: Seit ich vegan lebe, ist mein Training einfach fantastisch. Wenn ich morgens aufwache, fühle ich mich gut, ich habe mehr Energie und erhole mich besser und habe keine Schmerzen mehr. Ja, das ist halt das, diese Wahrheit und ausgesprochen von Miss Universum 2014, das ist das, was im Endeffekt ja, jahrzehntelang keiner hören wollte, ne? Weil die Industrie wollte ihr Milcheiweiß ohne Ende promoten. Und nun realisieren sie, dass man die positiven Effekte einer exogenen Proteinzufuhr auch durch pflanzliche Proteine initiieren kann, also die Magazinleser. Und vor allem die negativen und gesundheitsschädlichen Effekte einfach ja, durch den Wegfall der tierischen Inhaltsstoffe eliminiert. Und Barney ist von jeher kein überzeugter Tierrechtler gewesen, sondern er musste aufgrund seiner Gesundheit den massiven Fleisch- und vor allem Milchkonsum einschränken und war selber total überrascht, dass er trotz dieses Einschnitts seiner bis dato für ihn optimalen Ernährung plötzlich ja, noch bessere Leistungen mit einer noch besseren Regeneration abrufen konnte. Manche müssen in der Tat zu ihrem Glück gezwungen werden. Denn schaut euch mal in der Welt um. Es sind meiner subjektiven Meinung nach mindestens noch 50% der Menschen überzeugt, wenn man sie fragt, was die Ernährung ist, die am leistungsfähigsten macht, ja, dass dies ja, Fleisch ist oder Milchprodukte. Eine Aussage, die von der Milchindustrie jahrzehntelang in unsere Köpfe gehämmert wurde, die zwar im wissenschaftlichen Konsens nun eigentlich zu 100% widerlegt wurde und eben als Komplettpaket vorrangig gefährlich statt gesund, geschweige denn optimal für die Leistungsfähigkeit ist, aber der Mensch, der ganz normal sein Leben lebt und dessen Bildung vom Marketing und bunten Magazin herrührt, da denkt eben immer noch, Milch ist gesund und Fleisch macht stark. Es soll sogar noch einige geben, die immer noch das Gefühl der Freiheit haben, wenn sie sich eine Zigarette anzünden. Ganz ja, wie der berühmte Marlboro-Man Wayne McLaren, der allerdings im Alter von 51 Jahren dann elend am Lungenkrebs zugrunde gegangen ist. Aber hey, er und seine Marlboro war der Inbegriff für Freiheit, weil eben das Marketing diese Botschaften verknüpft hat. Die Menschen sind einfach viel zu leicht zu manipulieren. Das gravierendste und das signifikanteste, was passiert, wenn Menschen Milch und Fleisch konsumieren, ist, dass die Arterien sich verstopfen und dass sich Tumore in Magen- und Darmgegenden bilden und ja, den Menschen entweder von innen her auffressen oder seine Blutzufuhr so behindern, dass sie durch Schlaganfall und Herzinfarkt zumindest stark in ihrem Leben beeinträchtigt werden bzw. dann in letzter Instanz auch daran sterben. 2015 sind über 500.000 Menschen in Deutschland an den Folgen einer tierischen Ernährung gestorben. Das ist eine unglaubliche Zahl, aber die taucht natürlich nicht in der Werbung auf, ne? Auch nicht an der Fleischtheke oder vor dem Milchregal. Die Unternehmen wollen Geld verdienen. Die Fleischindustrie, die Milchindustrie, die Pharmaindustrie, die gesamte Krankenhausindustrie, die Ärzteschaft, die hängen von der Schädigung der Menschen ab. Es gibt so wenige Menschen, die es wirklich gut mit euch meinen. Jeder will nur verkaufen, Geld verdienen und sich bereichern, ohne daran zu denken, was sie damit anrichten. Da sind Menschen wie Barney Duplessis ein Segen, weil er ist populär,
Er war kritisch gegenüber dem Vegansein eingestellt, aber er hat genau wie ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, wie unglaublich viel besser die vegane Ernährung ist. Und nicht nur, dass die gesundheitliche Überlegenheit von Jahr zu Jahr und Studie zu Studie deutlich hervortritt, nein, auch das verstaubte Image des Weltverbesserers ist ja wirklich nur en vogue geworden und man muss nicht einmal wie früher leiden, um Veganer zu sein, sondern kann voller Genuss sich dem Vegansein hingeben. Die Schattenseite ist natürlich, dass oftmals Genuss wieder mit zweifelhaften Zutaten einhergeht, wie solche komplett ungesunden und den Organismus belastenden Zutaten wie dieser Wilmersburger Pizzaschmelz oder generell vor Fett triefende Fertigprodukte. Ne? Zum Thema Fett im Allgemeinen, unabhängig vom vegan oder nicht vegan, habe ich ja schon mal ein Video gemacht, das findet ihr oben in den Infokarten, wo ich dann auch gezeigt habe, warum auch Fett eigentlich wahrscheinlich sogar vielleicht der Auslöser für Krebs sein kann. Also man muss immer auf der Hut sein, auch wenn der vegane Lebensstil in einigen Jahrzehnten den tierischen Ernährungsstil wahrscheinlich verdrängt haben wird, so gibt es viele Stolpersteine. Die vegane Rohkost ist da sicherlich ein ganz ganz sicherer Hafen, von dem man immer wieder starten kann, wenn man sich ja nicht ständig die Mühe machen will, alles hinterfragen. Und ich bin jedenfalls zumindest hoch erfreut, dass ich den Schritt gegangen bin mit der veganen Rohkost und dass mich da wirklich gar nicht, wenn ich mal keinen Bock habe, irgendwie nicht so viel Gedanken zu machen, dann weiß ich, mit der veganen Rohkost, da habe ich alles, was ich brauche. Ne? Und entsprechend, ja, also das ist für mich wirklich so das Einzige, wo man sagen kann, vegane Rohkost, da musst du eigentlich auf fast gar nichts achten. Vielleicht, dass du nicht zu viel Obst isst, aber dass du halt viel Wildgrün auch mit dabei hast. Und ansonsten, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Ich bin auf jeden Fall total froh, dass Mr. Universum, der Barney, Veganer ist und die Message dadurch wieder einmal an Fahrt gewinnen wird. Also von mir einen ganz klaren Daumen nach oben für den Barney. Ja, der Live-Talk Donnerstag wird jetzt in Zukunft ab 21 Uhr beginnen. Ich habe gemerkt, 20 Uhr sind die meisten Menschen noch im Alltag gefangen und bringen eventuell noch ihr Kind ins Bett und sind da noch nicht so eingegroovt auf eine nächtliche Talkrunde. Wer den Live-Talk noch nicht kennt, ihr habt einmal die Woche die Möglichkeit per Google Hangout mich anzurufen, entweder anonym oder mit Bild. Könnt ihr mit mir über ein Thema eurer Wahl reden, was euch beschäftigt, was euch antreibt oder was ihr einfach mal in den öffentlichen Fokus stellen wollt. Keine Themen sind tabu und wir reden an dem Abend wirklich sehr offen und ehrlich miteinander. Im Chat sind auch immer einige Menschen, die das Gespräch auch immer wieder verfolgen, kommentieren, wo ich dann auch interaktiv sozusagen auf diese Kommentare eingehe. Manchmal ist es so, dass gar keiner anruft, da tue ich mich einfach mit den Menschen im Chat unterhalten und da eine Stunde plaudern. Also es gibt für den Live-Talk einfach keine Regeln, sondern man trifft sich einmal die Woche und tauscht sich direkt aus. Was ja per Kommentarfunktion bei YouTube eben nicht ohne weiteres möglich ist, dass man sich direkt austauschen kann. Das ist der Sinn vom Live-Talk. Schreibt mir eure Meinung zum heutigen Videos. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.